ein paar gute Vibes geben. Bitte, gib uns Vibes. Naja, brauche ich nicht wirklich mehr, weil ich meine, sie sind schon super positiv, aber ich kann es vielleicht ein bisschen verstärken. Es ist wirklich schön. Am Anfang waren wir eigentlich die ganze Treppe voll und jetzt sind eigentlich nur noch die, wie ich sage, Hardcore-Friedensdemo-Gänger da. Das ist recht lustig. Und ich habe es letztens schon gesagt, es ist einfach so schön, dass man da in eine andere Art von Familie kommt. Also Weltgemeinde, Leute, Wiener, wobei nicht nur Wiener, warum eh noch da alles. Es ist so schön. Und jetzt will ich euch kurz mal was zeigen. Ludwig und ihr, steht mal bitte kurz auf. Ich will euch was zeigen, was er habe ich hier mitgezahlt. Er hat sie mitgezahlt. Sie hat sie mitgezahlt und sie hat sie mitgenommen. Und ich habe auch Klasse, aufstehen. Und die habe ich auch. Ja. Aber das ist jetzt, sind nur ein paar. Aber das kann jeder von euch. Und da brauchen wir bald einen größeren Platz. Ich glaube, dann hauen wir sich vielleicht einmal da rein, wenn wir mehr als genug sind. Das war halt auch einmal lustig, oder? Nein, im Prinzip. Na, ja? Ja, oder wie zum Beispiel auch generell auf der Donauinsel, dass wir sich da einfach zusammen und wie gesagt, unsere Projekte besprechen, ist alles ganz lustig. Ich habe vor kurzer Zeit einen Schamanen getroffen, recht zufällig. Der hat sich dann auch irgendwie schnell wieder verdünnisiert. Er hat mir nur Folgendes gesagt, das habe ich aber auch die ganze Zeit schon gehört von. Zwar, weißt du, Junge, die Welt geht unter, aber Gott steht auf Warte. Gott will, das allgemeine Bewusstsein, es will einfach, dass wir gut drauf sind. Na, natürlich ist die Welt scheiße, ja, natürlich ist sie mies. Aber genau da ist es so einfach, irgendwie meine Freude zu machen. Ich brauche mal einen Euro und gebe das in einen Augustin. Super, also fühle ich mich schon mal besser. So, wirklich, also ich meditiere dann da drauf und schau, wem ich heute ein Lächeln geschenkt habe. Es reicht wirklich schon, wenn du mit dem Bus anlächelst, oder dann kommst du einfach auf irgendein Gespräch drauf. Ja? Es sind die kleinen Dinge, die kleinen positiven Schübe, weil wenn ich die ganze Zeit negativ drauf bin über die Ukraine, wenn ich die ganze Zeit sage, ah, was will der Spindelecker jetzt schon wieder von mir? Nein. Brauche ich nicht, leck mich am Arsch, bleib da drinnen. Ich brauche sowieso nicht so ein großes Haus oder Gebäude, ich bin zufrieden mit meiner Wohnung. Ganz ehrlich. Wir brauchen kein Luxus. Wir haben es eigentlich, viele von uns haben es eigentlich schon geschafft. Weil wir haben Folgendes geschafft. Denn selbst wenn sie jetzt mal für eine Zeit lang arbeitslos werden, sofern sie einen Job haben, wie gesagt, reisen nach Jerusalem, ist nicht für jeden was dabei, dann hat es ja immer noch geschafft, dass auch in der Arbeitslosen noch eine Zeit lang seine Wohnung behalten kann. Und viele fallen aber dann in eine Depression, in die ich auch reingefallen bin, wie es dann bei mir passiert ist. Und denken sich wirklich, ich muss zum AMS und ich muss dorthin und ich muss 100 E-Mails schreiben in Hemd und Ding und die müssen mich irgendwie anders wahrnehmen, weil das ist das Normale. Und so muss ich mich dann verkleiden und so muss ich dann zum Bewerbungsgespräch gehen und so weiter und so fort. Naja, die meisten kennen es vielleicht, die schreiben 100 Bewerbungsgespräche, die alle gleich, schon weil sich alle dasselbe denken, so wie ich es mir gedacht habe, weil du musst so normmäßig drauf sein. Naja, logisch, dass ich dann nicht nehme, wenn davon hundert schon da sind, dann nehme ich auch den mit besten Zeugnis des Bla. Wenn ich aber eine kleine Tischlerei habe und wirklich jemanden brauche, der mit Herz arbeitet, der wirklich noch das Gefühl für das Material entwickeln kann, dann weiß der Chef das ganz genau, dass er den nicht bei irgendwelche Bewerbungsunterlagen findet. Beziehungsweise solche Leute finden sich einfach. Man kennt ihn, der ihn kennt und so weiter und so fort. Dann kommen sie ins Gespräch. Ja, ich kann dieses und jenes und das ist so lang. Das ist mein größtes Hobby. Ja, warum arbeitest du das nicht? Das ist mein Hobby. Ja, komm zu mir, ich habe es macht es die ganze Zeit. Ich bin Tischler oder Quantenphysik. Sei es drum. Ich will euch einfach nur zeigen, dass es wirklich schon so weit ist, dass wir, wie soll ich sagen, in einem Land leben, das noch nicht vor die Hunde gekommen ist. Darum ist es für die, die noch stehen, also die bereits nach Jerusalem einen Platz gefunden haben, relativ einfach positive Wellen zu verbreiten, beziehungsweise einfach Gutes zu tun. Das können wirklich schon die kleinen Dinge des Lebens dazu. Setze ich mich im Park und höre einen Bass spielen.
Das hat mir super gefallen. Das war super, aber im Hintergrund höre ich schon, Leute reden, wie einfach zu spielen. So richtig alte Uhr wieder, was macht die Musik, ich bin im Park. Ja, aber dann gehen wir anders. Dann habe ich den auf jeden Fall, ja, es ist so. Es ist so. Dann habe ich den auf jeden Fall einen Euro reingehauen. Und auf einmal sehe ich, wie so ein kleines Kind ist mit der Mama und die fragt, was macht ihr und Ding, was ist. Und die Mama sagt, ja, wir sind auch in Euro reinhauen. Ah, das hat mir so viel Freude gemacht. Weil der Kleine ist eben, hat mich angeschaut und gesehen, wie ich ihm den Euro reinwarf. Dann habe ich ihm noch so ein Peace-Lächeln, so zum Kleinen. So groß ist er gewesen. Und dann hat auch zu Mama gesagt, ja, es ist cool, will ich auch. Das sind so kleine Sachen, die man ihm ansteckt. Und wie gesagt, ich bin auf die Meditation draufgekommen. Weil dann setze ich mich hin und ich generiere die gesamte Energie von den Leuten, die ich happy gemacht habe. Das ist so schön, das ist so genial. Aber ja, ich weiß, dass wir in einer Matrix leben, ich weiß, was in der Ukraine los ist, ich weiß so ziemlich, was mit Obama los ist und das Ganze, aber ich will ja nicht mehr drinnen sein. Weil natürlich sind wir in dieser Welt, aber ich sehe so, die Welt ist verdammt schlecht und verdammt dreckig, damit wir den Leuten einfach sehr leicht helfen können. Weil, wie mein Schamane auch gesagt hat, drück irgendwie mal 20 Cent in die Hand, der wird dich fragen, ob du deppert bist. Drück denselben Typ meine Zigarette in die Hand und der wird glauben, du bist Gott. Das ist so. Ja, die sind einfach, das ist aber dasselbe Wert, eine verdammte Zigarette und eine verdammte Münze. Es kommt ganz drauf an, wie ihr die Leute happy macht, zum Anführungsstrich, weil, natürlich, ja, natürlich, wenn ich jetzt sage, ich will den iPhone haben, Lord, ich nehme es mir, baff, ist meins. Ja, du wirst weit im Leben kommen und so weiter und so fort. Und dann sagt mir ein anderer Freund, der ist auch türkischstämmig und sagt dann, weißt du, das Problem, was ich mit manchen Leuten habe, dass sie mich für solche Vollidioten halten. Aber das Lustige ist, es sind wirklich, man schaut sich einmal an, die Leute, die am Markt stehen, die schon um 4 Uhr, 5 Uhr in der Früh das beste Gemüse, das beste Obst holen. Nein, ich habe es wirklich herausgefunden, auch in meiner Arbeit, dass sich die meisten, sage ich jetzt mal, auch zu fein sind, so etwas zu machen. Ich will jetzt nicht um die und die Zeit aufstehen. Ich will jetzt das und das, ich mache. Ja, cool. Cool, jeden seine Einstellung. Aber es gibt Leute, und davon muss ich wirklich sagen, sehe ich sehr viele, die eben Immigranten sind. Und die wirklich, früh aufstehen, sage ich auf der Baustelle, Leute, ich komme auch von den Baustellen. Man soll nicht alle über einen Kamm scheren. Wir sind alles Menschen, wir sind alle verschieden. Das ist aber nicht schlecht, das ist gut, gerade weil wir verschieden sind. Das ist aber dasselbe Problem wie mit den Bewerbungsgesprächen. Jeder ist gleich, jeder will gleich ausschauen, jeder will da sein. Sicher? Sicher? Weil ich habe jemanden gefragt, einen Schwager von einem Freund. Der steht sehr gut im Leben, hat einen super Job, alles. Hat eine Frau und ich frage ihn ganz randommäßig, das hat wirklich zum Thema auch gepasst. Ja und, seid ihr eigentlich glücklich? Glücklich, ja. So richtig, der hat nicht nur ja gesagt, weil er weiß, man sollte ja eigentlich glücklich sein. Wenn mich einer fragt, bist du gerade happy, wie geht's dir, dann weiß ich entweder, ja, mir geht's super, ich bin happy drauf, oder mir geht es schlecht, aber dann weiß ich auch, warum es so schlecht geht. Die haben ja nicht mal gewusst, warum es ihnen schlecht geht. Das ist das, was mit den Menschen derzeit los ist. Schaut es euch einmal an, die sind ziemlich apathisch, die sind ziemlich, du kannst ihnen wirklich so, puff, kommt nichts. Die sind wie abgeschaltet. Es gibt Leute, die haben noch nichts über das World Trade Center 7 oder so gewusst. Kein Problem, kann passieren. Das habe ich vor ein paar Tagen einem Freund gezeigt. Ein Freund von einem Freund. Antwort war, schade. Ich habe auch mein Geldbörsel verloren. So in der Richtung. So, sag mal, checkst du eigentlich, was da los ist? So, ziemlich. Ist so mehr oder weniger der Beweis, dass wir beschissen wurden. Dass jetzt nicht 19 Ausländer mit dem Stanley-Messer das gemacht haben, sondern eher mehr Beteiligung von der Regierung, über 3000 Tote, wenn nicht sogar mehr. Das ist ihnen scheißegal. Aber, wie gesagt, positiv bleiben. Positiv bleiben. Erzählt es den Leuten, seid nachsichtig, denn sie werden manipuliert. Sie leben in ihrer eigenen kleinen Blase. Richtig, richtig vorsichtig sein. So wie mit einem Reh. So, ja, da sind so ein paar Infos. So ganz, ganz wenig. Ich glaube, das kannst du verdauen. Es ist auch nicht so Hardcore-Shit, weil das, was ich meine, ist schon ein bisschen besser.
Ihr kennt sicherlich die ganzen Interviews von den Gesprächern, die wissen das einfach nicht. Also für mich ist Allgemeinbildung Franz Hörmann, Andreas Bob, Harvey Friedman, Kenneth M. und so weiter, das ist Standard, das ist einfach Allgemeinbildung. Ich finde, das kennt man heutzutage einfach. Und dann ist es für mich so komisch, wenn ich dann jemanden treffe, der es nicht kennt. Aber andererseits ist bei denen das so, wenn sie sich mit dem befassen, denken sie, oh Scheiße, was denken die von mir, weil die Einstellung habe ich ja auch noch nicht gehabt. Könnte da wirklich was dran sein? Nein, das lasse ich. Na, bei mir ist das jetzt so, ich bin schon so tief drinnen, dass ich gar nicht mehr zurückgehen kann, weil alle Leute, die ich kenne, sind schon so drauf. Und das ist so schön. Und darum sage ich, das können wir nicht mehr aufhalten. Und selbst sollten sie es... Yeah! Und selbst sollten sie es uns irgendwie verbieten, am Montag hierher zu kommen, ich meditiere jeden Montag da mit meinen Leuten und wenn ich nur meditiere, ich bin am Montag da, egal wie kalt es ist. Ich muss auch dann wieder arbeiten, also ich könnte eventuell nur jeden zweiten Montag da sein, aber das schaue ich, dass ich das schaffe wenigstens. Hä? Ja, bitte, es ist, also wie gesagt, das kleine Nest da, mehr oder weniger von mir. Denkt einmal nach, was ihr jetzt da für kleine Nester geschaffen habt. Wow, viele Leute. Und wie gesagt, danke an euch, dass ihr noch da blieb. Es ist natürlich wirklich die Hardcore-Friedensleute. Wir wissen, warum wir da sind. Na gute Nacht. Hallo, geil, lieb. Gute Nacht. Danke, Armin, und danke an das Nest. Kommt wieder und macht weitere Nester draus. Okay, super. Aber du hast was total Interessantes.